Hallo und herzlich willkommen zur 179. Folge der Schelmschau. Und ich begrüße euch mit einem herzlichen Miau, denn heute geht es in die Havener Unterstadt zu den erwachten Katzen. Wir spielen heute rein in das brandneu erschienene Early Access Spiel Die schwarze Katze, A Fairy Tale, A Night in Havena. Und diese Demo ist seit gestern online und wir können da direkt mal reinspielen und mal gucken, wie das so aussieht und was ihr von diesem Spiel, was ja von Ulysses selbst entwickelt wird, zu erwarten ist und ob mir das bisher gefallen hat, was ich da gesehen habe. Das machen wir aber natürlich erst, nachdem wir uns gleich die Nachrichten angeguckt haben. Der Uhrwerk Verlag hat es geschafft, uns letzte Woche ein wenig zu überrumpeln, denn da kam sehr überraschend und ohne große Ankündigung das brandneue Crowdfunding zu Myranor. Ja, kaum auf der Eulencon noch besprochen, schon ist es jetzt zu einem echten Projekt geworden. Damals wurde ja mehr so ein bisschen gebrainstormt, ich habe euch davon auch berichtet. Jetzt ist es zu einem konkreten Projekt geworden. Worum geht es bei Rückkehr nach Myranor? Es geht natürlich um den sagenhaften, sagenumwobenen Westkontinent, der nun seit 7 Jahren nicht mehr mit neuen Produkten versorgt worden ist. Also der Kontinent, der 99, 2000 mit der Myranor-Box damals zum ersten Mal konkret beschrieben wurde und der seitdem jede Menge schöne so gelblich goldene Produkte bekommen hat. Und diese sind ja, seit die Lizenz dann zu Ulysses gegangen ist, nicht mehr weiter fortgesetzt worden. Aber Ulysses selbst hat nicht die Kapazitäten, das zu machen. Deshalb hat der Uhrwerk-Verlag jetzt unter der, ja, noch nicht richtig 11-Lizenz, sondern unter einer Sonderlizenz, die aber durchaus der 11 ähnlich sein wird, die Rechte, um ein neues Crowdfunding auf den Weg zu bringen und dabei auch alte Produkte wieder neu aufzulegen. Also wir sehen schon hier, das Ganze kommt unter der 11-Lizenz ganz offiziell, das erste Produkt, was mit diesem Logo erscheinen wird, aber gleichzeitig steht da auch was von 5e-kompatibel. Und das ist auch schon ein Punkt, über den manche Leute wahrscheinlich jetzt schon genug diskutiert haben auf Facebook und sonst wo. Es wird also erstmal 2 Neuauflagen geben von unter dem Sternenpfeiler und jenseits des Nebelwalds, im Wesentlichen die Regionalbeschreibung des nördlichen und südlichen Teils vom östlichen Myranor, was man so bisher kennt. Myranor ist ja ein Kontinent, der nach Westen noch unbeschrieben ist, da kann noch jede Menge kommen, aber das hier ist erstmal der Teil, den wir bisher so kennen. Nord und Süd, das sind wirklich die unveränderten Neuauflagen, da ist nichts Neues drin. Wenn ihr die Bücher schon im Regal stehen habt, werdet ihr das hier wahrscheinlich nicht neu unterstützen müssen. Zusätzlich gibt es aber 2 neue Bücher, die sich mit Regeln für 5e, also Dungeons and Dragons, beschäftigen und die werden in etwa so aussehen. Das wird zum einen das Regelwerk werden, was natürlich auf dem alten DSA 5 Cover-Entwurf, der ja schon vor 8 Jahren oder wann auch immer vorgestellt wurde, als DSA 5 rauskam, da wollte man ja auch das hier als Cover für ein DSA 5 Myranor-Regelwerk verwenden. Das ist ja leider nie gekommen, deshalb hat man sich jetzt überlegt, was wäre denn die nächst bessere Möglichkeit, ohne jetzt ganz, ganz, ganz viele Mannstunden auf eine Konvertierung von DSA 5 auf Myranor anzugehen. Na, und da hat man sich gesagt, ja, wir haben ja schon ein 5e-Regelwerk, schon im Skriptorium veröffentlicht wurde. Das könnte man doch durchaus mal nehmen und das anpassen auf Myranor und damit vielleicht ein etwas higher-fantasy-igeres Setting mit einem ebenso magieträchtigen Regelsystem zu verknüpfen und dabei dann auch noch ein Monsterhandbuch rauszuhauen. Beide Bücher werden in dieser Standardversion und auch in einer Golddruckversion herauskommen. Und das ist noch nicht alles. Auch was Solo-Abenteuer und Padone angeht, wird es eine Neuauflage und ein neues Produkt geben. Zum einen wird die Legatin des Bösen wieder neu aufgelegt. Meiner Meinung nach das beste Solo-Abenteuer, was für Myranor erschienen ist und vielleicht auch was generell so erschienen ist. Das ist nämlich echt cool gewesen damals.
Ist jetzt auch schon wieder 9 Jahre alt und es gab ja 2 Auflagen mit 2 verschiedenen Augenfarben, 3 verschiedenen Augenfarben sogar, ich weiß es nicht genau. In jedem Fall wird das hier nochmal neu aufgelegt werden. Mit welcher Augenfarbe, das weiß man noch nicht so ganz genau. Vielleicht wird sich das nochmal ändern. Aber gleichzeitig wird auch noch ein neues Solo-Abenteuer namens Verderberin der Leiber rauskommen. Verderberin der Leiber natürlich ein Zitat aus den Prophezeiungen des Nostriatamus aus der G7-Kampagne. Wenn die Verderberin der Leiber dem Verderber der Welten, einem Leib dem Verderber der Welten erschafft. Genau, das ist ein Zitat aus der G7-Kampagne. Und da freue ich mich sehr drauf. Das werden natürlich wieder Mayri und Nico von Orkenspalter TV schreiben. Wenn ihr genaueres dazu hören wollt, wir hatten ja schon einen DSA-Talk hier mal. Wir hatten schon den Talk auf der Eulencon. Aber jetzt gibt es auch noch einen Twitch-Stream, in dem ihr da auch noch mal genauer reingucken könnt, was uns denn hier erwartet. Ihr habt ganz viele verschiedene Pledge-Level, mit denen ihr hier die Produkte, die ihr haben wollt, gerne haben kriegen könnt. Und wir haben auch schon ein paar Zusatzziele freigeschaltet. Wir haben schon Lesebändchen, wir haben einen bedruckten Vor- und Nachsatz für die 5 E-Bücher, magische Gegenstände, mehr Monster, 8 Seiten zusätzlich. Wir haben 2 Dice-Trays, die ihr dazu kaufen könnt. Wir haben ein Abenteuer, was schon 8-seitig freigeschaltet worden ist, noch mehr Gegenstände und eine Stoffkarte fürs nördliche und südliche Myranor, das man als Add-on erwerben kann. Was wir noch nicht freigeschaltet haben, ist ein 2. Abenteuer mit 8 Seiten. Charakterbögenblock soll kommen, myranische Fahrzeuge könnte kommen, ein 3. Abenteuer und vielleicht kommt dann noch viel mehr. Ihr könnt euch im Rahmen dieses Crowdfundings auch nochmal die alten Produkte hier ein wenig besorgen, zum Beispiel diese schöne Kurzgeschichten-Anthologie Netz der Intrigen von Bernhard Hennen herausgegeben, die Gassen von Daranel, 250 Stück gibt es davon für nur 5 Euro. Das ist allerdings der reguläre Preis, den das Ding auch gerade im Uhrwerkshop schon seit längerem kostet. Also das sind alles die Restposten von damals. Wer die noch haben möchte, 5 Euro greift zu. Kann man, glaube ich, für 5 Euro nicht viel verkehrt machen. Das Solo-Abenteuer wird 15 Euro kosten, die Dice Trays kosten 18 Euro. Das alte Abenteuer wird mit 19,95 nochmal neu aufgelegt, als Hardcover wieder. Die Stoffkarten werden 20 Euro pro Stück kosten, das Monsterhandbuch als PDF 25 Euro, das Regelwerk 30 Euro und hier die Druckfassung des Padona-Solos 30 Euro. Und dann kommen die Neuauflagen der Regionalbücher, der regelfreien Regionalbücher übrigens. 50 Euro für Jenseits des Nebelwalds und 50 Euro für Unter dem Sternenpfeiler. Monsterhandbuch 50 Euro, Regelwerk 60 Euro in den gedruckten Fassungen. Limitierte Fassung 70 Euro und 80 Euro für das Regelwerk. Stefan Urabel, der Regelautor für die 5E-Fassung sein wird, also known as Aika, der hat auch noch 2 Spielrunden, die er anbietet. Da könnt ihr 2 Plätze für je 150 Euro noch erwerben. Und dann haben wir hier noch kurz das Team. Wer ist alles dabei? Thomas Römer als Redakteur, Mayri Stritter, Nico Mendrek für das Solo-Abenteuer, Stefan Urabel, wie gesagt, für die Regeln und die 5E-Konvertierung, Jochen Willmann und Peter Horstmann. Das sind natürlich die bekannten Namen für Myranor generell. Und das war es eigentlich auch schon. Aktuell haben wir insgesamt in dem Projekt und genau 300 Unterstützer, die 60.000 Euro beigetragen haben. Das ist noch viel zu wenig, das muss noch viel mehr werden. Ich würde mich also freuen, wenn ihr, wenn euch das interessiert, auch direkt mal eure Kreditkarte oder so zückt und da ein bisschen Geld drauf werft, weil das ist ein cooles Projekt und je mehr wir jetzt da drauf werfen, desto eher werden neue Produkte für Myranor erscheinen. Was wir allerdings nicht erwarten dürfen, ist, dass das Produkt noch in den nächsten Monaten erscheinen wird. Angekündigt ist das Ganze für 2025. Man hat ja auch noch genug zu tun mit der grünen Ebene Travingen
und dem Dragonbane Crowdfunding. Und auch da sieht es ja nicht so aus, als ob die schon kurz vor der Fertigstellung wären. Also die letzten Streams dazu sahen eher so aus, als ob man immer noch in der Konzeptionsphase ist. Also da, ja, das wird noch dauern und deshalb wird auch das Folge-Crowdfunding hier, auch wenn nicht viele neue Produkte dabei sind, nur das 5E, nur die beiden 5E-Bücher und das neue Solo-Abenteuer, der Rest sind drei Neuauflagen, wird es trotzdem noch lange dauern, bis das rauskommt. Also 2025 frühestens. Das war das Myranor Crowdfunding und das hat auch durchaus Wellen geschlagen, im Sinne von, da haben einige darüber diskutiert, ob denn 5E das Richtige ist. Manche haben sich natürlich 4E wieder die vierte Edition wieder gewünscht, also 4.1. Manche wollten natürlich DSA 5 haben, aber im Stream könnt ihr euch nochmal genau anhören, warum man sich dagegen entschieden hat. Also im Wesentlichen, weil 4.1 einfach zu komplex ist. Das wollte selbst Thomas Römer, der es quasi erfunden hat, nicht verwenden für die neuen Bücher. Und DSA 5, das wäre einfach zu viel Arbeit, das zu konvertieren. Dann nimmt man lieber das leichtere 5E-Regelwerk, aber man wird auch die neuere Version davon nehmen, wenn dann die finale D&D One, wie heißt es, One D&D soll es ja heißen, wenn das irgendwann mal so in der nächsten Fassung raus ist, die einigermaßen final ist, dann wird man diese Regeln damit verwenden. Ja, das Schöne ist, dass wir das Ganze, die ersten Details dazu erfahren haben aus einem GameStar-Artikel. Das finde ich natürlich besonders schön, dass man hier so prominent Werbung macht. Ja, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Mayre und Nico noch gute Kontakte zur GameStar und den anderen Computerzeitschriften haben. Aber hier wurde auch tatsächlich sehr schön prominent Werbung dafür gemacht. Ein paar Leute haben auch hier in den Kommentaren darüber diskutiert. 16 Leute. Ja, also prominent unterstützt ist es. Engor hat auch schon seine Meinung dazu abgegeben. Wenn ihr euch das durchlesen wollt, lohnt sich die Rückkehr nach Myranor. Dann könnt ihr mal seinen gewohnt schnellen und ausführlichen Artikel dazu lesen. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch den Crowdfunding-Talk dazu auf Twitch noch ansehen. Da wird 2 Stunden lang darüber diskutiert, was denn so an Gedanken hinter dem Projekt stehen. Wir können auch noch einmal kurz das Ganze ein wenig einordnen, was die Finanzierungssumme angeht. Also der Verlauf, ich habe hier meinen Crowdfunding-Crawler gestartet, aber leider viel zu spät. Also hier die ersten Stunden habe ich nicht mit aufgezeichnet. Denkt euch diese gerade bitte hier als so eine Kurve. Seitdem ging es ein bisschen rauf und dann ist es ein bisschen müder geworden. Also die Summe steigt gerade nicht mehr oder nur noch sehr langsam. Im Vergleich zu anderen DSA-Crowdfundings haben wir uns hier aktuell bei der ewigen Suche von der schwarzen Katze einsortiert, also eher im unteren Bereich hier. Da war Nedim und Borberat auch ungefähr so auf dem Niveau. Ich schätze mal, dass wir maximal uns Richtung Kaiser Retro bewegen werden, wenn überhaupt das Ganze in die Sechsstelligkeit hier wandern wird. Aber wir gucken mal, wir haben ja noch durchaus ein paar Tage Zeit, bis das Ganze fertig ist. Wie lange haben wir noch? Noch 27 Tage. Also ich denke, die 100.000 könnten wir durchaus noch knacken, aber dann müsst ihr auch bitte da ein wenig mithelfen. Mithelfen könnt ihr auch bei der neuen Rollenspielumfrage, die mal wieder von den großen deutschen Rollenspielverlagen ausgerichtet wird. Wir brauchen dich, steht hier. Die Rollenspielumfrage ist ja jetzt schon in der dritten Iteration, würde ich mal sagen, oder weiß ich nicht genau, wie viele. In jedem Fall wird das Ganze von Heinrich Tüffers Verlag, Uhrwerk Verlag, System Matters, Redaktion Fantastik, Ulysses Spiele und Manifest Games hier unterstützt. Und ihr könnt da mal kurz die 5 Minuten investieren durch diese kleine Umfrage. Durchklicken, so ganz allgemein, seit wann du Rollenspiel spielst, was du spielst und wie viel Geld du ausgibst und so weiter. Einfach damit die Verlage mal ein bisschen gucken können, wie sich die Szene so entwickelt und was so die Zielgruppen sind, wie viel Geld die haben und so weiter und so fort. Bestimmt nicht uninteressant für die Verlage und auch nicht uninteressant für uns, wenn das Ganze denn dann ausgewertet wird. An neuen Produkten habe ich diese Woche nichts anzubieten. Wir haben keine neuen PDFs, die angekommen sind oder so. Aber es gibt noch ein paar Produkte, die ihr euch vielleicht bestellen könnt, wenn ihr die schön findet. Ich fand ganz nett zum Beispiel hier das von Saltatio Mortis angebotene Finsterwacht
Notizbuch im Mittelalterstil mit Finsterwachtprägung. Also es ist so ein Kunstleder mit sehr schönem Aussehen, mit leeren Seiten, die ihr dort reinbinden könnt, so wie es aussieht. Also es könnte sein, dass das Buch auch austauschbar ist. Ich weiß es aber nicht genau. Veganes Leder soll das Ganze sein. Ja, so sieht das Ganze aus. Ganz schick. Wenn ihr noch irgendein Geschenk oder sowas sucht, ist das wahrscheinlich ganz nett. Und wenn ihr ein paar Akademie-Amulette wollt, dann guckt doch nochmal bei Godicon vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon Werbung für gemacht habe. Da kommen immer mal wieder neue jetzt dazu. Und auch diese Holzwürfel, die gibt es ja jetzt endlich zu kaufen. Ich habe die schon zweimal auf einer Con gesehen. Jetzt könnt ihr euch die mit einem Boron, Fex oder DSA-Symbol kaufen. Ein Dreier-Set kostet euch 20 Euro. Einzeln kosten die Dinger 7,50 Euro. Godicon, immer schöne Sachen da. Kaufe ich ja auch ganz gerne mal ein. So, und das waren tatsächlich die Dinge, die mir jetzt diese Woche aufgefallen sind. Viel mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein und deshalb gehen wir direkt mal zum Schelmischen rüber. Eigentlich hätte ich die ganze Woche ganz, ganz fleißig endlich mal meine Outline abschließen sollen für die Jagd nach dem Primoptolithen, dem Beiprodukt zur kommenden Zwergenkampagne. Ich habe tatsächlich auch weitergemacht und bin jetzt auch auf der Jagd bis zu sehr großen Bewohnern der Trollzacken vorgedrungen. Aber weiter noch nicht. Ich muss jetzt mich dringend dran setzen und vor meinem Urlaub noch das Finale dazu in der Outline irgendwie mal ein bisschen planen, die Seitenplanung fertig machen, Illustrationen und so weiter. Und dann kann das Ganze hoffentlich von Johannes Kaup abgesegnet werden und dann kann ich endlich anfangen, richtig zu schreiben. Ich habe da auch echt schon Bock drauf, habe auch ein bisschen Angst, denn das werden ja durchaus mit 300.000 Zeichen oder so, wird das schon eine Menge Holz, was da zu Papier gebracht werden will. Wir schauen mal, wie sich das so weiterentwickelt. Ansonsten haben wir natürlich DSA gespielt. Wir haben am Donnerstag das Heldenwerk, der Werwolf von Quastenbruch, zu Ende geführt und hatten da auch echt Spaß. Das war schön. Es war ein stimmungsvolles Finale, weil es auch nicht unbedingt so ein komplettes Haut-drauf-Finale war, in unserem Fall zumindest. Man kann natürlich auch durchaus das Ganze mit Kämpfen erledigen, aber bei uns war es dann tatsächlich ein diplomatisches Vorgehen, was da erfordert wurde und das war auch so ein kleines moralisches Dilemma, was man klären musste. Das hat Spaß gemacht, das war schön. Für ein Heldenwerk-Abenteuer, was uns jetzt zwei Sitzungen beschäftigt hat, war das wirklich vollkommen in Ordnung, kann ich durchaus empfehlen. Werwolf von Quastenbruch. Und dann, für das Myranor Crowdfunding habe ich mir natürlich auch überlegt, es wäre natürlich auch gar nicht schlecht, wenn man die Padona-Solos auch dann in Handyform hat. Also habe ich jetzt auch mal wieder angefangen, auch wenn die anderen Solos alle nicht fertig sind, habe ich jetzt mal wieder mit Padona angefangen, das in Soloform umzuwandeln in eine XML-Datei. Aber da ist es auch wirklich eine sehr dankbare Aufgabe, denn die Padona-Solos sind regelfrei, was auch irgendwie Sinn macht, weil man ja aus Sicht von Padona spielt und Padona eine der mächtigsten Magiewirkerinnen Aventuriens oder vielleicht auch Myranors ist und insofern es gar nicht viel Sinn macht, das Ganze in Regelkämpfe, Proben und so weiter zu pressen. Deshalb regelfreies Solo-Abenteuer, das kann man natürlich schön umsetzen, ohne dann 1000 Sebastian Thurausche extra Regeln umsetzen zu müssen. Also das könnte man in einigermaßen kurzer Zeit noch fertig machen. Ich habe jetzt die Einleitungsteil, die A-Abschnitte fast schon fertig. Ja, das war im Wesentlichen auch das, was ich im Schelmischen diese Woche fertig gekriegt habe. Und dann gehen wir mal ganz schnell noch kurz zu einem Medientipp. Seit Jahren schon habe ich hier ein Spiel im Regal stehen, das ich noch nie ausgepackt habe. Jetzt habe ich mich endlich mal dran gesetzt, mit meinen Kindern das zu spielen. Meine 8-jährige Tochter und mein 6-jähriger Sohn haben mit mir Minecraft Builders and Biomes gespielt. Ein Spiel, was natürlich das macht, was es verspricht, nämlich Minecraft versuchen in einem Spiel nachzubilden. Man hat einen großen Stapel an diesen
Holzklötzchen hier in vier verschiedenen Farben und diese müssen verwendet werden, abgebaut werden, um damit Gebäude zu bauen. Diese Gebäude sieht man hier. Die Gebäude findet man erst, wenn man diese Landschaft hier erkundet. Man muss also da rumlaufen und muss nach und nach die Landschaftsplättchen da aufdecken und kann dabei also entweder tolle Gebäudebauplätze finden oder irgendwelchen Monstern begegnen. Von Enderman bis, bis Zombies und so weiter ist da alles dabei. Eine Spinne kann man schön verprügeln und man kann auch sich ein paar Werkzeuge freischalten, die einen im Kampf gegen die Monster unterstützen. Das ist ein sehr einfaches, straightforwardes Spiel. Ich habe mit meinen Kindern da nicht lange für Regelerklärungen gebraucht. Mein 6-Jähriger hat dieses Spiel, was eigentlich ab 10 Jahre empfohlen ist, problemlos spielen können, hat auch den 2. Platz gemacht, nachdem ich ihn ein bisschen habe gewinnen lassen. Und beide hatten da viel Spaß mit. Eine Stunde, dann waren wir durch damit und ich kann das durchaus empfehlen. Wenn ihr Minecraft mögt, wenn ihr Kinder habt, die Minecraft mögen, dann ist das eine wirklich schöne Unterhaltung. Lange hat es im Regal gestanden, jetzt habe ich es euch endlich mal gezeigt. Minecraft Builders and Biomes. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Seit fast 40 Jahren spielen wir das Schwarze Auge, aber es gibt ja durchaus auch seit fast 10 Jahren ein Ableger von das Schwarze Auge, der auch sehr schön ist und der auch sehr viele Anhänger hat und der auch mittlerweile schon viele Zusatzprodukte, meistens in Form von Crowdfundings, bekommen hat. Die Rede ist natürlich von der Schwarzen Katze. Prämisse für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ist, wir befinden uns in Havena. Also Moment, gucken wir noch mal kurz nach. Das Jahr, wo es erschienen ist, ist 2019. Okay, ist erst 5 Jahre alt, nicht 10 Jahre. Fühlte sich schon älter an. 2019 kam das raus. Wir befinden uns in Havena oder auch in durchaus anderen Städten Aventuriens. Wir merken, dass es auch an anderer Stelle diese seltsamen Ereignisse dort gegeben hat, die dazu geführt haben, dass aus normalen Straßenkatzen auf einmal die sogenannten erwachten Katzen wurden. Also die Katzen, die eigentlich einen menschenähnlichen Verstand haben und sich tagsüber wie normale Katzen verhalten, aber des Nachts, wenn der Mensch schlafen geht, auf einmal sich in menschenähnliche Katzen verwandeln, die sich also hinstellen, durch die Gegend laufen, Aufträge erfüllen, Abenteuer bestehen und mit Mondglöckchen handeln und kriminelle Energie entwickeln. Es gibt Banden von Katzen, die dann auch gegen Banden von Hunden kämpfen und so weiter und so fort. Also eine richtige Parallelgesellschaft nachts in Aventurien. Dieses ganze Setting ist so erfolgreich, was die Buchverkäufe angeht und so, dass man sich gedacht hat, wollen wir daraus nicht mal ein Computerspiel machen? Katzen ziehen immer. Internet hat die Katzen, ist dank der Katzen groß geworden. Wenn Katzenvideos so ziehen, dann kann doch auch vielleicht ein Katzen-Computerspiel da sein Publikum finden. Und deshalb hat Ulysses schon vor einigen Jahren jetzt, 2-3 Jahre, das Projekt gestartet, hat sich auch eine Finanzierung des Bundes dazu geholt. Also das Ganze ist mit Fördermitteln tatsächlich unterstützt worden und damit wurde es möglich, dort tatsächlich viel Zeit und Mühe drauf zu werfen, um es jetzt so weit zu bringen, dass eine erste Demo veröffentlicht wurde. Ihr könnt also jetzt in den Steam-Shop gehen und könnt euch dort das Spiel angucken. Ich lade mal eben, wo haben wir es denn? Ich muss erstmal eben suchen, bevor ich hier euch alle meine Spiele hier zeige. Wir gehen in den Shop und da zeige ich euch A Furry Tale. So, da ist es. Das Spiel ist noch nicht erschienen. Alles, was ich euch jetzt zeige, ist die Early Access Version oder die Demo Version, die gestern herausgekommen ist. Ihr könnt euch die Schwarze Katze A Furry Tale Demo
hier herunterladen. Es gab bei einigen, so auch bei mir, das Problem, dass beim Runterladen die Datei leider eine Größe von 0 Bytes hatte und deshalb nicht gestartet werden kann, weshalb ich euch das Spiel leider auch nicht auf meinem Steam Deck zeigen kann. Das Steam Deck hat immer noch eine Dateigröße von 0, also musste ich es auf meiner alten Möhre von Rechner hier spielen und da werden wir gleich sehen, dass das durchaus von der Performance her nicht mehr den aktuellen Erwartungen entspricht. Ich warne euch also vor, das, was ihr gleich sehen werdet, wird nicht toll aussehen, weil es auf diesem Rechner einfach viel zu langsam ist. Aber wir können uns ja stattdessen mal den Trailer hier angucken, denn der sollte auch auf dieser Möhre hier schön laufen. Ich könnte vielleicht mal Ton anmachen, was? Ja, man sieht also schon, wir befinden uns in der Stadt am großen Fluss. Havena Unana, das Lied von Nadine Schäkel, damals eingesungen zum Havena Crowdfunding, wurde hier wiederverwendet. Aber was vielleicht viel interessanter ist, ist der eigentliche Gameplay-Trailer. Da sehen auch die Animationen nicht ganz so hölzern aus. Ja, ihr seht Kämpfe, es ist ein Action-Adventure, ihr seid in Form einer oder sogar mehrerer Katzen unterwegs, also ihr könnt durchaus zwischendurch die Person, die ihr steuert, wechseln und ihr müsst mit ganz vielen anderen Katzen interagieren, Aufträge erfüllen und so weiter. Name, den ihr habt, ist Karanor, ja, und der ist ein sehr hilfsbereiter Kater, der gerne anderen Leuten zur Hand geht, zur Pfote geht, Entschuldigung, und deren Probleme löst. Und so seid ihr auch hier ganz schnell, wenn ihr in dieser Taverne am Anfang unterwegs seid, dabei, viele Aufträge entgegenzunehmen von Leuten, die eure Hilfe brauchen. Und insgesamt geht es darum, dass wir eine verschwundene Katze finden müssen, den Bruder von einer anderen Katze, die uns damit beauftragt. Und wir müssen herausfinden, was passiert ist. Das hat irgendwas mit dem Don zu tun, der die Unterwelt hier von Havena anführt, einer der Gangsterbosse der Katzenwelt. Und ja, dabei müsst ihr mit Leuten reden, ihr müsst klettern, springen, kämpfen und mal sehen, was sonst noch kommt. Rätsel lösen wahrscheinlich. Ja, und bevor wir uns hier den kompletten Gameplay-Trailer angucken, können wir ja stattdessen einfach mal sehen, wie das aussieht, wenn ich das hier auf meiner alten Möhre von Rechner spiele. Ich habe das schon vorher aufgenommen, deshalb schneide ich euch das jetzt mal hier rein. Viel Spaß! Wir beginnen in einer Taverne in Havena. So, willkommen in A Fairy Tale, A Night in Havena. Neues Spiel. Wir beginnen in dieser Katzentaverne hier und steigen direkt die Treppe hinab, um mitten ins Geschehen zu springen. Wir gehen zur Theke hinüber und da ist Karanor Kettenfaust. Hier treffen sich die Katzen der Stadt und hier beginnen viele Abenteuer für einen Kater wie mich. Basim Ramlecker. Hallo Karanor, schön dich zu sehen. Hier die Milch, geht aufs Haus. Danke, ist das ein Gratisgeschenk unter Kämpferkatern oder brauchst du Hilfe? Ach, ich kämpfe doch nicht mehr, seit ich in die Mausefalle getreten bin. Ohne dich wäre ich da nie rausgekommen. Aber wenn du fragst, kannst du mal schauen, ob es auf dem Teppich Ärger gibt. Auf dem Teppich? Was meinst du mit auf dem Teppich? Auf dem runden, bunten Teppich da vorne in der Mitte. Dem, der die Bar erst so richtig gemütlich macht. Ich glaube, Ronan macht da wieder Stunk. Kein Problem, ich kümmere mich darum. So, also eine Big Lebowski-Anspielung hatte ich hier am wenigsten erwartet. Der Teppich, der den Raum erst so richtig gemütlich macht. Und da gehen wir doch direkt mal hin und
Was ist hier los? Ich wollte eigentlich nur in Ruhe meine Milch trinken, aber jetzt gibt's hier Ärger? Danke. Ronan zieht mich am Schwanz und sagt, ich wäre feige und hässlich und würde stinken. Ronan, entschuldige dich bei Murmur und dann setz dich wieder hin, oder willst du Probleme machen? Du kriegst gleich Probleme, alte Rattenfresse. So, und jetzt können wir kämpfen. Wir können mit der linken Maustaste leichte Angriffe machen, mit der rechten Maustaste schwere Angriffe. Und dann können wir noch Kombos machen und wir können springen und wir können ausweichen mit Shift. Und mit Control können wir blocken. Also ganz viele Sachen können wir machen. Das werden wir jetzt tun, indem wir dem Kollegen hier erstmal richtig schön auf die Fresse kloppen. Ah, gehen wir erstmal von dem Teppich runter, der die Kneipe erst so richtig schön gemütlich macht. So, der hat sich vermaunzt und lässt dich erstmal in Ruhe. Ist alles in Ordnung? Danke, Karanor. Warum sind bloß heute alle so gemein zu mir? Erst die fiesen Katzen vor der Tür und dann der da. Welche Katzen vor der Tür? Ein Kater mit geschliffenen Krallen und seine Schläger. Ich glaube, die arbeiten für den Don. Sie wollten wissen, wo Rodrigo ist, aber das weiß ich doch auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber was ist denn mit Rodrigo? Der ist weg, schon seit Tagen. Einfach so, ohne ein Wort verschwunden. Sowas macht er sonst nie. Das klingt nicht gut. Und jetzt suchst du ihn? Ja, ich wollte Binka fragen, wo ich ihn suchen soll. Die muss hier irgendwo sein. Sie ist gruselig, aber die weiß schließlich alles. Gruselig? Was meinst du mit gruselig? Sie ist eine Geschichtenerzählerin und erzählt auch Gruselgeschichten, aber das meinst du nicht, oder? Ah, sie sitzt immer irgendwo und weiß alles, auch wenn sie nicht dabei war oder es ihr niemand erzählt hat. Das ist unheimlich. Woher weiß sie das? Na, so ist es eben. Weißt du, wo sie ist? Irgendwo hier in der Bar. Basim weiß das bestimmt. Als Wirt weiß der immer alles, was hier läuft. Du hast ja auch gerade mit ihm geredet. Keine Sorge, ich helfe dir. Ich frag mal an der Bar, wo Binka ist. Dann rede ich mit ihr und dann werde ich Rodrigo finden. Okay, damit haben wir eine Aufgabe. Finde Binka. Da ist zum Beispiel jemand, wer ist das denn hier? Jaran, der Tänzer. Was wollen wir denn von dem? Weißt du, wenn du Glöckchen brauchst, geh zum Don. Der verleiht die, weißt du? Der Don scheint hier so alle Strippen in der Hand zu haben. Da sind noch so ein paar Tänzer. Sollen wir mittanzen? Alles gut, ich bin nur zum Tanzen hier. Na gut, dann lassen wir die matt tanzen hier. Naja, wer ist denn Naja? Hallo Karanor, kannst du mir einen klitzekleinen Gefallen tun? Geht auch ganz schnell. Was geht es denn? Du kennst doch Tinto vom Fass. Kannst du den mal fragen, warum er nicht mehr mit mir über die Dächer ziehen will? Ist doch jetzt dunkel und sind keine Menschen mehr da. Ja, mach ich. Danke. Er sitzt an dem großen Tisch in der Nische neben der Tür. Okay, noch eine Mission. Wir sollen mit Tinto vom Fass reden. Den kennen wir ja auch schon aus einem Pfotenwerk-Abenteuer mindestens. Also der Name kommt mir zumindest bekannt vor. Wer ist das? Ist er das? Ist das der Tisch? Nein, das ist Katzka Schwarzpunkt. Irgendwann habe ich genug Glöckchen, um darauf zu schlafen. Bestimmt, Katzka, bestimmt. Was gibt's hier so? Gradan. Was will Gradan denn? Hallo Karanor, wir haben uns gerade gefragt, warum hier eigentlich immer noch Probleme am Brett hängen. Es gibt doch dich, du hilfst doch immer allen. Sehr lustig. Was hängen denn da für Probleme? Das Fahndungsbrett, was gibt's denn da? Verlorenes Knäuel, gefährliche Ratte gesichtet. Ach, so viel Arbeit und so wenig Zeit. Dabei gibt's doch schon in der Bar genug zu tun. Na gut, dann gehen wir mal hier hin. Ist das der Tisch, wo Tinto sitzt? Ist das hier Tinto? Tinto vom Fass, da ist er doch.
Karanor, alte Kettenfaust, wie geht's? Wieder auf der Suche nach Abenteuern? Naja, will mit dir raus. Mal sehen, aber was ist mit dir? Naja, würde gern wieder mit dir um die Häuser ziehen. Mit? Naja, rausgehen? Jetzt? Ich bin noch nicht verrückt. Ist doch noch viel zu hell, alles voller Menschen. Beim letzten Mal hatten sie mich fast. Die Menschen sind weg, die sind nicht mehr draußen. Die Sonne ist längst untergegangen. Da können wir in Kleidung raus. Nix da, ich warte noch. Wir waren Glitzerkram bei den Menschen holen. Und dann kam da plötzlich so ein Langbein. Immerhin war es nicht der Katzenschreck. Der Katzenschreck? Der Katzenschreck ist der schlimmste Mensch von allen. Wenn der dich erwischt, dann bist du mausetot. Glück gehabt, aber warum trinkst du nicht mit den anderen? Ihr habt euch bei den Menschen bedient und niemand wurde erwischt. Ist doch Zeit zu feiern, oder? Ich brauche erstmal eine Milch und die reden nicht mehr miteinander, haben Streit. Irgendwas wegen einem fehlenden Glöckchen. Frag mal Katzka da drüben. Red mit Katzka am Tisch am Ausgang. Ja, haben wir doch vorhin schon. Zerzio Schwanzzieher, was ist das denn für einer? Hallo Karanor, soll ich dir einen Witz erzählen? Ach ja, lass mal hören. Geht ein Kater auf die Zerzalinsel und ist noch nicht tot. Verstehst du? Der lebt noch. Der war schlecht. Der war jetzt nicht so gut. Schade, willst du noch einen hören? Jetzt nicht. Ich muss noch was erledigen. Man sieht sich. Schnell weg von hier. Okay. Ja, mein Rechner geht ziemlich in die Knie. Das ist natürlich nicht so gut. So, wen haben wir denn hier noch rumsitzen? Da hinten zum Beispiel. Da finden wir doch noch jemanden. Adisha Fastümner. Sei mir gegrüßt, Karanor. Wir sind der Freundeskreis des vergorenen Fisches. Willst du mitmachen? Mitmachen? Gärfisch ist köstlich, aber was meinst du mit mitmachen? Ja, du könntest an unseren regelmäßigen Treffen teilnehmen, wo wir über Gärfisch reden und Rezepte tauschen. Es gibt auch Häppchen. Was ist denn dein Lieblingsfisch? Hering. Ich mag Hering, besonders mit Sauerrahm. Direkt aus dem Fass und dazu ein Stück Apfel. Hering ist köstlich, in Salzlake gereift. Dann dazu Sauerrahm, Dill und Zwiebeln. Ach, du bist ein Kater mit Geschmack. Willkommen beim Gärfisch-Stammtisch. Ja, danke. Ich mag Fisch sehr, aber ich muss jetzt los und noch was erledigen. Ein andermal vielleicht. Okay. Wir könnten aber vielleicht auch mal mit Dimitri Balkentänzer reden. Hilf mir, Karanor, bitte. Aber pst, Adisha darf nichts davon erfahren. Um was geht's denn? Siehst du den Tisch da auf der mittleren Ebene? Da sitzt der schönste, eleganteste Kater der Welt. Seidenpelz. Ach, wenn ich nur mit ihm kuscheln könnte. Doch er sieht sicher nur den Gärfisch in mir. Hast du mit ihm gesprochen? Weiß er, dass du in ihn verliebt bist? Einmal kurz, aber dann näherte sich Adagio und ich floh. Wisse, der Gärfisch-Stammtisch und der Aal-Stammtisch sind verfeindet, aber Seidenpelz und ich, sag ihm bitte, dass ich ihn liebe. Ich sag es ihm. Ich werde es ausrichten. Meine Güte, haben wir aber viele Missionen hier. So, mit dieser Katze haben wir noch nicht geredet. Das ist Wuschelfell. Es gibt so viele leckere Fische. Okay, Wuschelfell hat anscheinend nicht so viele schlaue Sachen zu sagen. Also gehen wir mal weiter. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Aber hüpfen geht mit der Leertaste.
So, was wollen wir denn? Wir wollten eigentlich noch den Wirt fragen. Den Wirt treffen wir da vorne an der Theke, glaube ich. Ah, da ist auch noch Murmur. Hast du schon mit Binker geredet? Ja, mache ich gleich. Okay, aber wir wollten ja eigentlich mit dem Wirt sprechen. Der Basim, der gute Rahmlecker. Na, noch ein Getränk aufs Haus für deine Heldentaten hier? Und weil du neulich auf der Rattenjagd sogar noch in die Kanalisation gestiegen bist. Na, das war doch selbstverständlich. Du weißt doch, ich helfe gern und kann Katzen wie Rona nicht leiden. Und Ratten erst recht nicht. Ja, aber die Kanalisation seit der Sache mit Leo damals auch nicht. Trotzdem gehst du immer wieder rein. Auf der Rattenjagd, bei der Suche nach Della und Rinky. Ach, nicht schon wieder die Geschichte. Leo ist tot. Ich finde Kanalisationen schlimm, aber Katzen in Not nicht helfen, noch schlimmer. Ende. Schon gut. Was kann ich denn sonst noch für dich tun? Ich bin auf der Suche nach Binker. Weißt du, wo ich sie finde? Die sitzt ganz oben. Folge den Kerzen, die Rampe hinter der Treppe hoch und dann über den Ofen nach oben. Aber falls sie langweilig sein sollte, es gibt hier überall was zu tun. Sag mal, kennst du einen Kater namens Rodrigo? Der Bruder von dem armen Momo, den Ronan am Schwanz gezogen hat? Der ist irgendwie verschwunden. Den habe ich schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, wo der seine Pfoten drin hat. Aber er brauchte Glöckchen. Übrigens, falls du nicht ausgelastet bist, es gibt auch in der Bar was zu tun. Danke, ich mache mich mal wieder auf den Weg. Wir sehen uns. Okay, also Rodrigo ist weg und wir müssen hier nach oben gehen. Ach ja, übrigens, hier hinten sitzt noch jemand und sucht seine kleine Maus, habe ich vorhin schon gesehen. Entschuldigung, Karanor, hast du kurz Zeit für mich? Was geht's denn? Ronan ist so gemein. Er hat mir meine Filzmaus geklaut und sie ist hier irgendwo versteckt. Ich vermisse sie sehr. Es ist eine schöne Maus und der beste Pfotenschmeichler. Ach, Ronan ist echt unmöglich. Ich schau mal, ob ich deine Maus finde. Und noch eine Mission, Leute. Das ist wirklich nicht langweilig in der Kneipe. Wenn das alles schon die Missionen sind, die wir allein hier zu erledigen haben, dann steht uns echt ein langes Abenteuer bevor. So, hier können wir einmal springen und dann da raufklettern. So. Ja, mit denen möchte ich jetzt nicht reden, aber hier rüber gehen, das möchte ich gerne. Ohne runterzufallen, bitte. Was bei dieser Framerate hier übrigens gar nicht so einfach ist. Maurizio Mondblick. Hallo Maurizio, mit dir hatte ich nicht gerechnet. Was machst du denn in der Milchbar? Lässt Basim dich wieder anschreiben? Ja, du könntest mir auch was von deinen Freigetränken abgeben. Aber jetzt wollte ich nur einen Tipp von Binker, bevor ich auf die Rennbahn gehe. Und du? Ich suche Rodrigo. Momo hat mich angesprochen, dass er seinen Bruder vermisst. Weißt du, wo der steckt? Rodrigo? Keine Ahnung, aber es war klar, dass du da helfen willst. Gut, es ist Momo, aber irgendwann fängt die halbe Bahn, sich Probleme für dich auszudenken. Wie siehst du das, Binker? Nun, Maurizio, du hast schon davon profitiert, dass dein Freund so hilfsbereit ist. Was führt dich zu mir, Karanor? Guten Abend, Binker. Ein schönes Plätzchen hast du hier. Danke, aber was kann ich für dich tun? Ich suche einen Kater namens Rodrigo, Aranya, rotblaue Kleidung. Er ist verschwunden und sein Bruder macht sich Sorgen. Wo soll ich mit der Suche anfangen? Rodrigo, sagst du? Ich kann dir weiterhelfen, aber meine Dienste sind nicht kostenlos. Mir ist eine Feder runtergefallen. Sie liegt wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer. Kannst du sie mir holen? Runtergefallen? Dann kann sie ja sonst wo gelandet sein. Maurizio, könntest du das bitte für mich erledigen, bitte? Ob ich dir... Ah, du willst nicht klettern.
Na gut, geht ja fix. Aber wehe, du zählst wieder auf, gegen wen du mich schon verteidigt hast. Im Gegensatz zu dir zähle ich die besiegten Ratten nicht. Gute Freunde, hol die Feder von der Balustrade. Jetzt bin ich nicht mehr Karanor, jetzt bin ich Maurizio. Und jetzt kann ich wohl klettern. Die Frage ist, wohin? Irgendwo hier unten muss was liegen. Da hinten, oder was? Da ist ja die Plüschmons. Die nehmen wir mal mit. Die können wir jetzt Billy bringen. So, und wo genau ist jetzt die Feder? Das ist die Feder? Wie kommen wir denn da hin? Kann man da dran springen? Okay, so weit, so gut. Okay, man kann hier auch aufklettern. Ein Glöckchen. Gut, um das Glöckchen ging es mir eigentlich gar nicht. Ich wollte ja die Feder finden. Meine Güte. Die Framerate ist jetzt wirklich nicht die allerbeste. Jetzt kriegt noch nicht mal hier die Kamera gedreht. Und jetzt bin ich runtergestürzt. Okay, ich würde sagen, als ersten Einstieg in die Geschichte soll das mal reichen. Und damit ziehe ich mal ein kurzes Fazit des Ganzen. Okay, jetzt gehen wir mal in die Level-Auswahl, denn hier haben wir noch zwei Dinge zur Auswahl, die hier ganz spannend klingen. Zum einen der Hafen und zum anderen das Spukhaus. Fangen wir mal mit dem Hafen an. So, hier sind wir im Hafen. Die Kamera ist immer noch ziemlich komisch, aber wir gehen jetzt mal hier runter und erkunden die Gegend ein wenig. Raus aus der Kneipe und rein ins Hafenleben. Und da ist direkt ein hilfsbereiter Kater, der von Schlägern bedroht wird. Wenn das nicht Karanor ist, der Retter der Kater und Kätzchen. Sag mal, du kennst doch Rodrigo, oder? Weißt du, wo der ist? Rodrigo? Nie gehört. Also habe ich auch keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Und das sollen wir dir glauben? Also du Schoßkatze. Hast du mich Schoßkatze genannt? Einen haben wir schon mal geschafft. Okay, nicht der allerschwerste Kampf, aber... Oh, wer steht denn da hinten?
Aurelio Krötennecker. Das Ende ist da. Es kommt immer näher. Auf leisen Pfoten schleicht es sich an, um uns zu verschlingen. Wir werden alle sterben. Verstehst du? Sterben. Wovon redest du? Welches Ende ist nah? Das Ende von allem. Du, ich, Havena, wir werden untergehen, alle. Ich kann es fühlen. Der Boden vibriert, die Milch gerinnt, der Wind spricht davon, die Mäuse pfeifen es aus den Ritzen. Havena droht Gefahr oder den Katzen von Havena? Meinst du einen aggressiven Hund oder einen besonders gefährlichen Menschen? Den Katzenschreck vielleicht? Ja, nein, es sind viele. Sie werden die Stadt überrennen, wenn wir es nicht verhindern. Sie sind längst unter uns. Der Tod stammt aus unserer Mitte. Schon bald werden sie kommen. Ja, wer denn nun? Ja, sie! Du hast eindeutig wieder zu viele Kröten geleckt. Ich muss los und du lass besser in Zukunft die Pfoten von den Kröten und die Zunge. Ja, das war doch sehr aufschlussreich. Und da gehen wir mal schnell wieder weg hier. Und schauen mal, was es hier noch so zu finden gibt. Da leuchtet es sehr hell unter dem Dach. Das ist verwunderlich. Milo. Oh, hallo. Willst du mein neues Lied hören? Bisher geht es so. Leitern, Balken, Pergolas, Seile, Bretter, Pergolas. Ja, ich finde, das klingt schon sehr gut. Danke, danke. Leider habe ich Pergolas immer noch doppelt im Text. Passt schon irgendwie. Es gibt zum Klettern nichts Besseres. Aber ich wollte kein Wort im Liedtext doppelt haben. Pergolas zum Klettern? Du meinst, Pergolas sind das Beste zum Klettern? Ja, das Gitter ist einfach perfekt für Pfoten. Besonders wenn es noch Ranken, wenn noch Ranken obendrauf sind. Das musst du unbedingt probieren. Und danke für den Tipp. Dir noch viel Erfolg beim Dichten. Pergolas, das ist doch eine gute Idee. Ja, meine Performance hier geht wieder in die Knie. Das ist also hier die Hafengegend. Ja, so ein bisschen Drakensang-Feeling kommt auch tatsächlich schon auf. Es gibt sogar eine Stadtkarte. Guten Abend, ich wollte hier auf die Mäuserennbahn, aber offensichtlich ist hier dicht. Ja, das Tor ist geschlossen. Du kannst hier nicht vorbei. Das ist Pech, da muss ich wohl einen anderen Weg nehmen. Versuch es dort oben durch die Seitengasse. Solltest du diesen Weg wählen, grüß bitte meinen Cousin Alti, der dort gerade herumschleicht. Meist sitzt er irgendwo oben. So, wir müssen also durch die Seitengassen. Können wir uns eigentlich auch unsere Missionen angucken? Hier nicht. Ah, die Frame Rate kann man sich hier anzeigen lassen. Das ist allerdings ganz schön deprimierend. Das sollten wir vielleicht nicht auf Dauer anlassen hier. Ah, wer ist denn da schon wieder? Priora. Hey du, genau du. Willst du eine Leckkröte kaufen? Ich mache dir ein gutes Angebot. So wie Aurelio, dem Kater da hinten auf dem Steg? Er redet nur vom Weltuntergang. Der hat sein Pech, der hat seit Tagen nicht mehr bei mir gekauft. Ich glaube, er wollte sogar mit den Kröten ganz aufhören. Und dafür redet er aber ganz schön wirres Zeug. Vielleicht Spätfolgen vom Krötenlecken. Ich weiß schon, warum ich die Pfoten davon lasse. Ganz wie du meinst. Kann ich sonst was für dich tun? Katzenminze vielleicht? Ich habe auch Pilze. Ich bin auf der Suche nach einem verschwundenen Kater, Rodrigo, einer Rania. Rotblaue Kleidung. Hast du ihn gesehen? Leider nein. Jonas Stahlkralle hatte mich auch schon danach gefragt. Allerdings war er dabei nicht so freundlich wie du. Dafür arbeiten wir beide für dasselbe Rudel.
das Rudel des Dons. Erzähl mir was über ihn. Er beherrscht doch hier den Krötenhandel, oder? Das ist korrekt. Der Handel mit Rauschmitteln und der Glöckchenverleih liegt in diesem Stadtteil fest in Don Gatos Pfoten. Das Alltagsgeschäft überlässt er jedoch anderen, so wie mir. Oder Stahlkralle. Der ist jetzt hinter Rodrigo her. Und Maurizio hatte auch schon mit ihm Ärger. Da ging es um Glöckchen. Aber der Don ist sehr umgänglich. Am besten trifft man sich mit ihm in der Loge auf der Rennbahn, wenn seine Mäuse laufen. Oder wegen Stahlkralle. Der ist auch nicht mehr zu mir nett. Der ist auch zu mir nicht nett. Stahlkralle ist nie nett. Zu niemanden. Aber ich auch nicht zu ihm. Mau, magst du auch Kröte? Das Zeug ist so gut, haut dich voll weg. Nein. Ach, die hier sind noch nicht mal ansprechbar. Okay, dann also weg hier. Können wir hier eigentlich noch auf den Plan gucken? Nö, aber es ist eine schöne Stadtkarte von Havena. Hier geht's nicht weiter. Nun gut. Vielleicht kann man ja durch diese Gasse hier gehen. Ah, scheint auch eine Sackgasse zu sein. Ja, hier geht's noch nicht mal mehr die Treppen rauf. Joa. Psst, lass mich in Ruhe, ich bin beschäftigt. Bitte verrate mein Versteck nicht. Hier ist ein Glöckchen und du hast niemanden gesehen, klar? Danke. Was machst du hier im Busch? Beobachtest du jemanden? Tut mir leid, darüber darf ich nicht reden. Und jetzt geh bitte. So, da ist jetzt so ein Glöckchen, aber ich kann es gerade nicht nehmen. Ah, doch, mit E. Und schon ist es weg und schon geht meine Framerate noch mehr in die Knie. Ah, ich habe mein erstes Glöckchen da oben. Sehr schön. Tja, da geht's nicht weiter. Hier geht's nicht wirklich weiter. Wahrscheinlich muss ich auf Pergolas klettern oder so. Da zum Beispiel. Das ist doch eine schöne Pergola. Na gut, das ist natürlich nicht toll, wenn man hier runterfällt, während man irgendwo klettern möchte. Eigentlich wollte ich an die Bretterwand springen, aber die Bretterwand wollte nicht so wie ich. Probieren wir es noch einmal und wenn das auch nicht klappt, dann machen wir mal aus, glaube ich. Jetzt hat's geklappt. Und man sollte natürlich auch noch einmal springen. Letzter Versuch.
Ja, Leute, spielt das Spiel bitte mit einem besseren Rechner, als ich das tue. Der hier ist definitiv nicht mehr dafür geeignet. So, ich würde sagen, damit speichern wir. Nein, wir verlassen das Spiel einfach. So. Und jetzt schauen wir uns den letzten Level an, den wir hier in der Demo haben, nämlich das Spukhaus. Das wollt ihr vielleicht auch noch sehen. Wir haben jetzt also schon die Kneipe gesehen, wir haben das Hafenviertel gesehen und jetzt geht es nochmal in ein spannendes Spukhäuschen. Das ist ja auch ein Setting, was man durchaus aus den DSK-Abenteuern auch schon kennt. Echt nicht mein Lieblingsort, aber es geht um Katzenleben. Wo stecken Murmur und Rodrigo? Da jammert jemand über mir. Vielleicht Murmur. Ich muss einen Weg nach oben finden. Na, Murmur oder doch lieber Gespenster? Durchsuche das Spukhaus, meine neue Mission. Vielleicht können wir erstmal hier raufklettern. Spinnweben. Ein bisschen Charyptorot oder wie auch immer das sein soll. Eine Kiste, man kann die sogar schieben. Sehr verwirrender Level. Da möchte ich gerne irgendwie hin, um zu gucken, was das da sein soll. Vielleicht kann man hier so ran. Nee, auch nicht. Da komme ich, hier will ich hin. Jetzt komme ich da nicht mehr rauf, was soll das denn? Schöne Laterne. Die Menschen sind echt dumm, dass sie die hier haben stehen lassen. Die nehme ich mit. Macht bestimmt tolles Licht. Mal sehen. Geisterlaterne. Aha, jetzt können wir anfangen, hier vierdimensional rumzulaufen. Sehr schön. Hat sich jemand die Tastenkombination gemerkt? Waffe ziehen, Fähigkeit, Q, interagieren.
Ist das jetzt die Laterne? Okay, also wenn die Framerate ein bisschen besser wäre auf diesem Rechner, dann hätte man hier wirklich diesen Level schön schnell durchkriegen können. So hingegen ist es echt ein bisschen anstrengend. So, kann man hier die Geisterlaterne anmachen? Aber man sieht nichts. Ja. Die Kamera ist noch nicht so richtig rund. Okay, muss man die Kiste wieder zurückziehen? Kann man gar nicht. Ach, vielleicht kann ich mit der Geisterlaterne dafür sorgen, dass diese Stufe wieder sichtbar ist. Ja, da ist sie doch. Zum einen die Stufe und zum anderen kann ich auch da irgendwo raufklettern. Na, das kann ich nicht, aber egal. Die Stufen sind wieder da. Gut, der Geisterlaterne aus. Schönes Rätsel, gefällt mir. Das ist doch schön. Okay, Leute, ich glaube, wir sollten mal zum Ende kommen. Da ist mir die Performance doch ein bisschen zu schlecht. Tja, das war also der bisherige kurze Blick auf A Fairy Tale, A Night in Havanna, die schwarze Katze als Computerspiel und ja, bitte nehmt das, was ihr jetzt hier gesehen habt, nicht als Maßstab. Mein Rechner ist definitiv nicht die Zielgruppe für dieses Spiel. Also ihr solltet einen Rechner haben, der durchaus ein wenig neuer ist als die alte Möhre hier. Ja, was kann ich denn zu dem, was ich bisher gesehen habe, sagen? Ihr habt gesehen, ich habe nur Teile angespielt. Ich habe keinen der drei Demo-Teile, die man hätte spielen können, zu Ende gebracht. Aber ich glaube, für ein Fazit reicht es schon mal. Was ich sehe, ist ein Spiel, was überraschend viel Atmosphäre hat. Ich fand, die ganze Kommunikation der Katzen untereinander war wirklich sehr stimmungsvoll. Die Dialoge wirkten schön rund. Es gab noch den einen oder anderen Rechtschreibfehler, aber das war eigentlich ist mir nicht unangenehm aufgefallen. Es gab sehr zu der schwarze Katze passende
Aufgaben und Stimmung. Also man merkt, dass die DSA-Redaktion, oder nein, Entschuldigung, die DSK-Redaktion da durchaus ihre Finger im Spiel hatte und dass das gut aufeinander abgestimmt ist. Man begegnet Personen, die man aus den Pfotenwerken oder auch aus den Abenteuern in Havena schon kennt, durchaus wieder. Also da ist der Bezug zum Spiel auch gegeben. Wenn ihr also die Schwarze Katze schon als Brettspiel, als Rollenspiel Pen and Paper mäßig mögt, dann habt ihr vielleicht auch deshalb schon Interesse, dieses Computerspiel zu spielen. Die Gameplay-Mechaniken haben mir erstaunlich gut gefallen. Also dass man nicht nur mal eben einen linearen Schlauch entlangläuft, sondern ganz viele kleine Nebenmissionen mit den ganzen anderen Leuten entgegennehmen kann, hat mir gut gefallen. Die Klettermechanik und so weiter, das sieht noch ein bisschen hölzern aus, aber durchaus ganz nett. Ich hatte Probleme mit der Steuerung, was aber an meiner ausgesprochen miesen Framerate lag. Ich hoffe, dass das auf aktuelleren Rechnern oder meinem Steam Deck dann irgendwann besser aussehen wird. Es war eine schöne Mischung aus sozialer Interaktion und Rätseln im Dungeon, also da im Geisterhaus diese Kisten verschieben und dann auch so ein bisschen vierdimensional denken, indem man sich mit der Geisterlaterne dann neue Wege freischalten kann. Das gefällt mir auch wirklich gut, hat mich angenehm überrascht, hatte ich so gar nicht erwartet. Also wenn sie dieses Design durchziehen und das in den anderen Leveln, die da hoffentlich noch kommen, noch weiter ausbauen, dann ist das ein Spiel, wo ich sagen würde, das werde ich nicht nur kaufen, weil es DSK oder DSA ist und weil es in Havena spielt und weil ich Ulysses gerne unterstütze, sondern auch, weil es mir Spaß machen könnte. Also das sah wirklich schon gut aus. Natürlich ist das Spiel noch lange nicht fertig. Das ist alles Early Access. Vor 2025 wird da wahrscheinlich nichts erscheinen, würde ich mal prognostizieren. Wir haben jetzt schon Juli und ich glaube im halben Jahr, das wäre schon noch ein bisschen knapp. Also ich gehe davon aus, dass das im nächsten Jahr erscheinen wird und dass bis dahin noch einiges an neuem Material und auch hoffentlich an neuen Bugfixes und so weiter dazu kommt, denn es war schon tatsächlich sehr träge. Also ich habe auf diesem Rechner schon andere Spiele deutlich flüssiger spielen können, die auch einigermaßen aktuell waren oder zumindest nicht ganz so alt waren. Ja, und ich würde mal sagen, das Spiel sollten wir im Auge behalten. Und bisher sieht das, was Ulysses da gewagt hat, echt erstaunlich gut aus. Das ganze Team rund um Jan Wagner, der das Ganze ja als IT-Entwicklungsleiter oder als Game-Entwicklungsleiter da betreut hat, hat wirklich bisher schöne Arbeit abgeliefert. Wir haben so schöne Details, wie dass die Havena-Karte dann irgendwo im Hafen dann an einer Wand hängt und so, dass da so ein an den Wandbildern irgendwelche Dämonen auf einmal auftauchen, also Erzdämonenbildnisse auftauchen und sowas. Das ist echt schön, dass man die Charaktere aus den Abenteuern und Spielhilfen wieder trifft. All das und noch viel mehr verspricht, dass das ein mit Liebe gemachtes Spiel wird und ich freue mich da sehr drauf. Und das alles, was ich hier gerade sage, klingt schon so sehr wie ein Fazit, aber das Fazit machen wir natürlich noch einmal separat. Auch als gut eingeweihter Schelm wird man immer mal wieder überrascht. Zum einen davon, dass es ein neues Myranor Crowdfunding gibt, aber auch davon, dass auf einmal eine Demo zu A Fairy Tale rausgekommen ist. Und nachdem ich damals auf der RadCon im letzten Jahr die versprochenen Screenshots nicht so richtig vom Hocker gehauen haben, sah die Demo, die ich bisher spielen durfte, bis auf kleine technische Probleme doch sehr, sehr gut aus. Hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, dass das dann auch in die Richtung weitergeht und dass man sich nicht irgendwo verzettelt und einem Release im nächsten Jahr nichts im Wege steht. Ich habe das Projekt natürlich auf meine Wishlist gepackt. Ich hoffe, ihr macht das auch, denn je mehr Interesse wir jetzt hier für A Fairy Tale, A Night in Havena, je mehr wir dafür durch Wishlisten Werbung machen, desto mehr Leute werden darauf aufmerksam und desto mehr Chancen bestehen, dass auch wirklich viele Leute das spielen werden und ein wenig Geld in die Ulysses-Kasse spülen, auf das dann noch mehr Spiele entwickelt werden. Wir haben bisher ein Computerspiel von Ulysses gesehen, das war Wolves on the West Wind, of the West Wind, ach wie auch immer es jetzt heißen mag. Das war eine
ja, Visual Novel, die mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gehauen hat. Es war okay, aber ich glaube, es hat nicht so den ganz erhofften Erfolg gebracht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand heute noch groß von diesem Spiel spielt oder dass sich das heute noch besonders gut verkauft. Insofern hoffe ich, dass mit diesem sehr süßen 3D-Action-Adventure ein bisschen mehr Erfolg beschieden ist und dass der Anfang einer sehr erfolgreichen Eigenproduktion von Ulysses Computerspielen sein wird. Auch in Anbetracht der doch jetzt etwas auf unsicheren Füßen stehenden Games-Förderung in Deutschland, nachdem da ja durchaus das Budget kurzzeitig gestrichen war, jetzt kommt vielleicht dann doch wieder Geld nach. Bin ich gespannt, wie das in Zukunft weitergeht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ohne die Unterstützung des Verkehrsministeriums da dieses Spiel, so wie es jetzt hoffentlich irgendwann veröffentlicht wird, nicht hätte geschaffen werden können. Also, der Schelm ist positiv überrascht, freut sich auf das Spiel, hofft, dass da noch einiges gefeilt und abgerundet wird. Aber im Großen und Ganzen sieht das noch etwas aus, mit dem man viel Spaß haben kann. Ich hoffe, dass dort ein fertiges Spiel dann rauskommen wird, was vielen Leuten Spaß macht. Und dann haben wir natürlich nächste Woche auch wieder eine neue Schelmschau. Ich hatte eigentlich als Thema ja vor, euch mal einen Einsteiger-Rundgang durch Aventurien zu machen, hatte dann aber so ein bisschen die Angst, dass ich mich selbst nicht gut genug in allen Regionen Aventuriens auskenne und dass ich zu allem, was südlich von Al-Anfa liegt, so ziemlich überhaupt nichts Sinnvolles sagen kann und ich mich auch in Weiden und nördlich davon eigentlich erschreckend schlecht auskenne. Deshalb sollte ich mich vielleicht noch mal selbst ein bisschen kundig machen, bevor ich hier Leute durch Aventurien führe. Insofern habe ich das Thema jetzt erstmal geschoben. Und ein anderes Thema, was Nico Mendrek von Orkenspalter TV in den Raum geworfen hat, der will mal wieder ein neues Video zu den besten und schlechtesten DSA-Produkten machen. Und da habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, was denn für mich die besten und schlechtesten DSA-Produkte der letzten 40 Jahre waren. Und da kann ich euch ja in der nächsten Schelmschau vielleicht was zu erzählen. In diesem Sinne heute eine etwas kürzere Folge, aber ich denke, das schadet ja auch mal nicht. Und ich danke euch, dass ihr reingeschaut habt und zugehört habt. Spielt mal in die Demo von A Fairy Tale rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier in alter Frische wieder. Schöne Grüße, gehabt euch wohl. Ich verbleibe euer Schelm.